Willkommen zurück zu meinem Let's Play Victoria 2. Wir sind mitten im Aufbruchstimmung. Wir haben letztes Mal Großkampfschiffe bauen können. Also wir haben sie noch nicht bauen können. Wir sind gerade dabei zu bauen. Ich habe jetzt noch eine Armee erstellt und ein bisschen umgestellt in der Pause zwischen dem letzten und dem diesigen Mal und habe jetzt aufgedreht, wie mir die eine Technologie, die letzte, die wir erforscht haben, entwickelt haben. Wir sind jetzt 1919 und können, glaube ich, alles erforschen. Schnellstraßen natürlich. Unsere Infrastruktur wird weiter verbessert. Das ist gut, das ist sehr gut. So, wir können leider nur liberale Reformen machen, aber das will ich gar nicht. Ich will nicht das Universalwahlrecht machen. Da machen wir dann nämlich vielleicht gar keine Reformen mehr, wenn wir das durchsetzen. Ja, unsere Bürokraten werden auch mehr. Da sollten wir vielleicht mal was ansetzen. Da können wir die Angestellten wegnehmen. Und wir können sie vielleicht woanders einsetzen, dass wir auf 4% Angestellte im ganzen Land kommen. Das bringt mehr Einkommen in den Fabriken dann. Böhmen hat bereits 5%, wow, nicht schlecht. 4,5, 4,7, auch 4,7, ja, können wir auch weggeben. Transdanubien, wie viel haben wir da? 2%, da haben wir noch ein paar Angestellte reingesetzt. So, immerhin in unserem Reich haben wir schon 2,4% angestellt. Ist eigentlich nicht schlecht. Ist eigentlich nicht schlecht. Na gut. Ja, ich habe jetzt unser Einkommen auch ein wenig geändert und zwar habe ich die Lehrer bezahle ich etwas weniger jetzt als unsere restlichen Beamten und zwar deswegen, weil dadurch sollten die Beamten ein bisschen an Vorsprung kriegen, also wenn Leute sich entscheiden können, ob sie Geistlicher oder Beamter werden, werden sie dann eher Beamte, glaube ich. Also, nur gut. Da haben wir jetzt auch ein Flugzeug. Wo stellen wir das als erstes hin? Daher. Na, daher. Aber gleich. Weiten Weg. Portugal rebelliert da. Da machen wir mal 3000. Euch lassen wir gleich da. Nein. Da. Und euch lassen wir dafür gleich da. Bist du mal da hier? Und du bist da, ja. Natürlich nehmen wir wieder das Prestige. Wir sind so prestigegeil. So, warte mal, was? Frauenwahlrecht verfügen. Wow. Und das Bankengesetz können wir auch machen jetzt. Was bringt das? Wir verlieren 1000 Pfund.
Und unsere Darlehenszinsen sinken um 2%. Wir haben eh kein Darlehen, aber andererseits, was soll es? So, Frauenwahlrecht, was bringt das? Zwei Kriegsmüdigkeit verlieren wir. Und unsere Stimmen werden ein wenig umgeschichtet. Das ist uns egal. Einstweilen mal. In Spanien können wir. Oh. Hag. Gut. Unser Konflikt ist zu unseren Gunsten ausgegangen. Sehr gut. In Wallonien und in Venezuela haben wir Unruhen. Tja. In Venezuela kommen wir auf jeden Fall hin, wenn es sein muss. Kommen wir nicht. Ach, weh. Das heißt, sie werden nicht akzeptieren. Ach Gott. Will aber nicht, dass ihr aus meiner Einflusssphäre fliegt, ihr Schwammerl. Könnt ihr das nicht verstehen? So, Wallonien weiß ich jetzt echt nicht, wie ich denen helfen soll. Da müsste ich nämlich durch Frankreich durch. Wieso stehen da Deutsche in Luxemburg? Oh, weil es Deutschland ist. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Wann haben die Luxemburg erobert? Na gut. Naja, egal. Bildung für Frauen. Ja. Was die alles wollen. In Queru angekommen. So, wie schaut das aus, Venezuela? Also, wir können dir noch nichts anbieten. Erst am 10. Mai. Eingeborene in Aufruhr? In einer unserer Provinzen hat sich eine prekäre Situation entwickelt, da Wien-Kapitalisten den lokalen Handel kontrollieren. Eine ihrer Geschäfte, eine kleine von österreich-ungarischen Spezialisten geführte Maschinenwerkstatt, arbeitet nach westlichen Industriestandards bis in die frühen Morgenstunden. Der Lärm aus der Werkstatt ist überall zu hören und die Menschen, die in der Nähe wohnen, können in der Nacht kaum schlafen. Dieses Problem ist zum Symbol weitreichender, aufgestauter Frustration mit unserer Kolonialherrschaft geworden. Echt jetzt? Wenn die Werkstatt so spät arbeiten muss, was haben wir uns da einzumischen? Das ist ausgesprochen wundervoll, diese Antwort. Wir könnten bei der Handelskammer vorbeischauen und uns mal mit den Jungs unterhalten. Die Kapitalisten in Wien erhalten Militanz und Bewusstsein. Bist du wahnsinnig? Ah, pfeif auf die Bevölkerung. So, ich glaube aber fast, das war's dann schon mit den Flugzeugen in Afrika. Wir brauchen noch zwei, oder? Eins, zwei. Dann nicht mehr. Jo, eins, zwei brauchen wir noch in Afrika. Mein Kaninchen möchte auch gefüttert werden. Das hat sich noch keiner darum gekümmert. Das heißt, ich werde das jetzt machen.
Ich bin gleich wieder da, Kinder. Das arme Kanickel hat schon randaliert da draußen. Meine Kinder aber auch. Na gut, soll sein. Ja, viel ist nicht passiert. Eigentlich hätte ich das Spiel laufen lassen können. Oder? Schon irgendwie. Gut, wie schaut's mit euch aus? Bündnis anbieten. Sie werden nicht akzeptieren. Naja, das wäre ja auch zu einfach gewesen, gell? Wie wäre es mit einem Militärzugang? Sie werden nicht akzeptieren. Gewiss was, ihr könnt mich alle gern haben. Wieso sollte ich euch helfen mit euren Revolutionen? Ihr wollt ja richtig gehend untergehen. Sie werden untergehen. Das gibt's ja wohl nicht. Das ist genauso wie in Chile damals. Diese Idioten. Sie werden die, durch die Revolution werden sie aus meiner Einflusssphäre fallen und dann wird hoffentlich Brasilien in den Garaus machen. Nein, können sie nicht. Die haben noch zwei Gebiete. Ärgerlich. Vielleicht wird Kolumbien in den Garaus machen. Was weiß ich. Verdient hätten sie es ja. Wir wollen euch ja nur helfen. So nicht. Um ehrlich zu sein, ich habe echt keine Lust, in die noch mehr Diplomaten zu stecken. Für dieses poplige Ding. So, Chile ist im Übrigen wieder bei uns. Spanien nicht. Das passt mal lieber weiter so. Kostet uns kaum Geld. Oh, verdammt, ein Krieg. So, jetzt und zwar offensichtlich ein Krieg, womit ich, wo ich mit beiden Bündnissen, Bündnispartnern verbündet bin. Unsere Armee, erste Überseearmee, ist sicher in Balboa angekommen. Okay. Was? Achso. Jetzt schauen wir uns zuerst einmal an, was für ein Krieg das ist. Frankreich gegen Brasilien. Ah, Frankreich gegen Spanien. Sie wollen Aquitanien zurückerobern. Das ist durchaus ihr gutes Recht. Aber wird Russland auf ihrer Seite einschreiten oder nicht? Wenn sie auf ihrer Seite einschreiten, ist es ein unangenehmer Krieg, weil wir auf zwei Fronten kämpfen müssen und dieses Mal nicht die Preußen auf unserer Seite haben. Wir könnten in dem Krieg diesen Vereinigungskrieg ausprobieren. Das ist eine gute Frage. Auf welcher Seite treten wir ein? Gegen Frankreich kämpfen ist immer so eine Sache. Die sind so widerlich stark. Mit etwas Glück. Mit etwas Glück kommt die Schweiz auf der Seite von Frankreich rein. Dann kann man nämlich durch die Schweiz durchhatschen und brauchen keine Rechte durch irgendwelche anderen Länder. Brasilien ist auf jeden Fall auf unserer Seite. Das bringt nur genau gar nichts. Na gut. Ja, wir helfen euch natürlich. Das sind böse Aggressoren, die irgendwelche Gebiete von euch erobern wollen, die ihr sicherlich ganz rechtmäßig erobert habt. Ja, es tut mir leid, Frankreich, aber das muss das sein. Du bist einfach ein elende
Mistrate. Du bist fast genauso unangenehm wie die Deutschen. So, das bedeutet, wenn wir irgendwas tun mit unserem Heer. Schauen wir mal. Können wir gleich mal die Dings, die Reaktionären wieder an die Macht bringen mit ihrem Hurra-Patriotismus. Ja, schaut gut aus. Hops halt. Achso, wir müssen einen Tag vergehen lassen. Dann mal volle Wäsche hinher und Dings und Bums. Und das heißt, wir lassen noch ein bisschen mehr Steuern zahlen. Gehen wir da auf 20%. Gehen wir da auf 30%. Upsi. Gehen wir da auf 50%. Wird auf die Hauptlast tragen, die Bevölkerung. Na okay, gehen wir auf 60%. Und da gehen wir auf 30. Und da gehen wir auf 40. Ja, schaut doch ganz gut aus, oder? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was brauchen wir da? Admiral. Schauen. Jetzt sind wir mal mit Frankreich im Krieg. Haben wir eigentlich bei denen und durch Militärzugang? Sie werden akzeptieren. Das ist einmal gut. Dass sich die nicht gegen uns stellen. Wenn wir wirklich nur gegen Frankreich Krieg führen, dann sollten wir den Krieg ja wohl gewinnen. Oder? Yo, man. Ist ja lustig. Da ist nur Skandinavien dazwischen. Na okay, ihr bleibt da mal da. Hier geht's einmal da hier. Du kommst einmal daher. Jetzt sammeln wir da die mal. Ah, nein, warte mal, warte mal, warte mal. Du gehst eigentlich da runter. Das ist eine gute Idee. Und du gehst daher da wieder mal. Oder sonst noch eine Truppe. Irgendwo müssen wir doch noch welche haben, ja. Na, du gehst daher. Und du gehst nur mal daher als Unterstützung. Hat er nicht noch irgendwo eine Armee gehabt? Da. Jetzt haben wir da drei für diese Provinzen. Und noch eine vierte dazu. Mal daher. Ich glaube, unten sollte man mit zwei Armeen, mit drei Armeen auch auskommen. So, das sind einmal die Kolonialsachen. Viel mehr werden wir da hoffentlich nicht machen müssen. Ihr bleibt da einfach stehen. Schiffe. Ihr fahrt mal daher. Nicht, dass die irgendwie mit irgendwelchen absurden Dingen daherkommen und unsere Leute angreifen. Und ihr fahrt daher. Und dann sammeln wir mal da Armeen. Nochmal vor allem die italienischen. Und die Armeen, die irgendwie hier sind. Auf jeden Fall dürfen wir nicht zu viele Armeen von der deutschen Grenze abziehen, weil wenn wir das tun, haben wir ein grobes Problem. Dann kann es nämlich durchaus passieren, dass uns Deutschland angreift. Aber die von der osmanischen und von der italienischen Grenze, glaube ich, können wir relativ getrost abziehen. Ich glaube, da sollte uns nichts passieren. Auch die von der russischen möchte ich eigentlich nicht wegtun. Weil im Endeffekt könnte das dazu führen, dass Russland dann doch noch in den Krieg einsteigt auf der französischen Seite. Und wenn sie das tun, dann haben wir echt ein Problem, wenn wir dann alle Truppen schon weggeschickt haben.
Warten wir noch ein wenig mit den russischen Truppen. Machen wir mal nur die, die wir sicher verschicken können. Heilbronn. Gut, jetzt haben wir da einen Haufen Truppen hin und her geschippert. Was ist das? Unterwegs daher. Nein, daher. Gut. Ha, wartet mal. Jetzt haben wir 6,2 Militanz. Das ist nicht gut. Wir werden das gleich ein wenig bekämpfen, indem wir akzeptablen Lohn auszahlen. Das nenne ich doch mal was. Das sollte unsere Militanz etwas senken wieder. Oh, Osmanen helfen ihnen auch. Das heißt, wir dürfen das durch das Osmanische Reich. Schweiz hilft nicht. Skandinavien übernahm die Führung in unserem Krieg gegen Frankreich. Skandinavien? Wieso Skandinavien? Die sind nicht einmal eine Großmacht. Und Russland hilft ihnen auch nicht. Na, ich glaube, da haben sie sich ziemlich verschätzt. Also zumindest in den Kolonien sollte man dadurch überhaupt kein Problem mehr haben, weil Skandinavien ist letztens schon über sie drüber gefahren. Ach, wenn Skandinavien das macht, das ist schlecht. Ärgerlich. Dann kann Skandinavien die Frieden bestimmen. Vielleicht kann man separat Frieden mit Frankreich machen, nachdem wir gewonnen haben. Schauen wir mal. Aber dadurch sollte der Krieg noch leichter zu gewinnen sein. Ich glaube, Frankreich ist zurzeit jetzt nicht mehr so stark. Die haben doch einiges auf den Deckel gekriegt in den letzten Jahren. Okay, durch Italien dürfen wir aufmarschieren. Schauen wir mal, wenn wir von da unten kommen, ob wir da nicht in irgendeiner Weise mit Italien fertig werden. Ach so, das ist der Anfang von der neuen Armee. Müssen wir da eigentlich durch? Nein. Werdet ihr uns durchlassen, wenn wir euch bitten würden? Wahrscheinlich eher nicht. Oh, die kommen zu uns. Das ist mir aber auch recht. Du gehst daher. Das ist mir sogar extrem recht, dass die uns angreifen. Die gehen nach Zürich. Gut, schauen wir mal. Du. Mal da hier. Ach, du gehst überhaupt gleich weiter. Weil auf unserem Gebiet haben wir einen Vorteil. Wir werden angegriffen, wir haben die Berge auf unserer Seite. Die werden da einfach sterben. Mit etwas Glück. Mit etwas Glück dürfen sie nicht da durch. Dann kann man. Ah, das kann man nicht verteidigen. Wir brauchen einen Zugang zu der Schweiz. Die sind eh auf plus 110. Vielleicht geben sie uns, wenn wir freundlich bitten. Nein, das war ein Fehler.
Ja, das passt so. Ja, schaut sehr gut aus. Lassen ihn erstmal rüberkommen. Dann geht's nach Luzern. Lassen ihn mal rüberkommen. Lassen wir sie mal auflaufen. Ja. Wow, 166.000 Mann, bist du deppert. Wo gehen die hin? Nach Basel. Unfassbar. Okay. Und Leute weiter sammeln. Das schaut gut aus, die genieren in richtige Stelle. Ihr kommt bitte danach nach Bregenz und so. Jetzt machen wir mal das da und das da. Schauen wir mal, ob wir die Wahnsinnigen da nicht in irgendeiner Weise binden können. Und die gehen auch da rein. Eigentlich müssten dann zumindest ein paar von ihnen auch verhungern. Das ist ja irre. Wo haben die diese Truppen her? Na gut, wir haben die Truppen auch, wir haben sie nur mehr verteilt. Hausruhe. Okay. Mal da hier, ja, vielleicht können wir die mal noch auflocken, ein paar von denen. Okay, wie schaut das aus? Wir haben nicht wirklich einen Nachteil gegen die, glaube ich. Und militärisch müssten wir ziemlich gleich stark sein. Weil 1919 sind die Militärsachen freigeschalten worden. Wenn, dann haben sie eine Technologie besser als wir. Aber das kann uns eigentlich egal sein. Sie haben auf jeden Fall den Terrain-Nachteil, weil sie angegriffen haben. Tja, was ist das? Es ist nicht möglich und wäre auch nicht ehrenhaft, sich aus einer Schlacht zurückzuziehen, die gerade erst beginnt. Ein freiwilliger Rückzug ist erst in 10 Tagen möglich. Gut, was haben wir dann noch? Augsburg. Du gehst einmal nach Zürich. Ah, nein, du gehst vielleicht nicht nach Zürich, du gehst mal nach Freiburg. Dass wir die mal in Zürich belagern, soll sein.
Straßburg ist auch gut. Annecy ist auch gut. Kaiserslautern mal. So, da haben wir jetzt auch ein paar Leute an Bord. Mit denen machen wir das, was wir das letzte Mal schon gemacht haben im Krieg gegen Frankreich. Wir besetzen diese ganzen kleinen Mini-Inseln. Okay, Karlsruhe passt auch. Das schaut gut aus, da die Schlacht derzeit. Puh, wir verlieren 1000 und sie 3000 oder so. Das ist okay, damit kann ich leben. Hier passiert einfach viel zu viel auf einmal. Das ist sehr ärgerlich. So, was machen wir in Abish? Ah, da sind wir jetzt. Da lassen wir in Skandinavien kämpfen. Pfeif drauf. Muss ich darüber fahren? Boah, wow, das sind doch recht viele auch. Na, vielleicht sollte ich Skandinavien zumindest nicht allein lassen. Und die Osmanen auch nicht. So sind jetzt 74.000 Leute von ihm. Hm. Bist du wahnsinnig, und nochmal 90.000. Nichts Besseres zu tun. Das sind wahrscheinlich lauter Bauern, die ausgehoben worden sind. Ja, du bleibst da, aber du gehst darauf noch. Ist da hier. Diese Riesenarmeen. Wahnwitz, nur mal 70.000 wieder runterhatschen. Die sterben hier alle. Wie ist dir das klar? Computer. Die werden definitiv alle hier sterben. Mhm. Na dann. Wow. 218.000 auf der einen Seite. Und 102.000 auf der anderen Seite. Das hat natürlich schon was. Da haben wir auf jeden Fall 2.000 Panzertruppen, die wir auch töten können. Sehr gut. Die haben wir mal aufgerieben. Das ist einmal ein guter Anfang. Ich meine, es mag vielleicht jetzt nicht viel klingen, aber immerhin. 3000 weniger von ihm sind 3000 weniger von ihm. Noch dazu sind es Panzer. Wow. So, wir haben schon 35 Minuten, sehe ich gerade. Das heißt, ich werde jetzt... Oh, jetzt haben die erst die Reserven.
Puh. Ich werde jetzt abdrehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis morgen. Ciao, ciao.